dead. Und damit mit dieser Story willkommen und damit hallo zu einem neuen Let's Play zu Kirby Crystal Shards. Wie man sieht, ich habe es 100% gespielt. Ja, auf jeden Fall, ja, wir spielen wieder mal Kirby und gleich kommt, ja, natürlich klingt dann das Telefon. Natürlich, wir sehen uns gleich, Leute. Hallo in liebster Qualität! Ja, das war Samuel. Ja, das ist ganz ungewöhnlich, dass er mal in den Aufnahmen kommt. Ja, wow, ich muss mal das Mikrofon etwas anders hinstellen, sonst hört er mich nicht. Ja, ihr wollt mich sowieso nicht hören, also. Okay, ja, das ist Kirby Crystal Shards, yay! Und manche sagen vielleicht, oh mein Gott, er macht wieder Kirby, ich gebe mich jetzt erhängen, juhu! Okay, ja, wir mal in der, ja, super. Wow, gleich mal die gute Datei gestartet. Ich habe es ausgeblendet, damit ihr nicht gespoilert werdet. Yay! Mike, du bist der Größte. So, dann starten wir mal. Ich will nichts dazu sagen. Ich weiß schon über Copy Abilities. So, und das war die Story, ja. Das ist immer so, dass man einen unbekannten, Fee, mal anspricht. Oh mein Gott, das ist Fee auf Zelda. Nein, wir sind alle verloren. Egal. Ja, wie man den, Ding gesehen hat im Intro. Ja, das ist ja wieder mal perfekt, was ich da mache. Ja. In der Storyline hat man gesehen, dass die Fee... Die ist verzellert! Die Kristalle verloren hat. Yay! Oh mein Gott, wir müssen sie suchen. Okay. Ja. Hin und zu kann es auch mal... es gibt auch Grafik-Glitches. Das kommt davon, wenn man auf einem Emulator spielt. Aber es geht nicht anders. Naja. Wir brauchen ja eine Recapture-Card. Das haben wir nicht. Auf jeden Fall, man kann normale Abilities haben, zum Beispiel den Bumerang. Ja, das irgendwie auch ein bisschen komisch ist, weil Kirby sich halbiert. Ja, aber dass die neue Mechanik ist, man kann, Fähigkeiten kombinieren und das hat jetzt gerade nicht geklappt. Aber egal, wir haben ja immer noch diesen Freund hier, den ich gerade jetzt nicht... Nein! Ja, das war wieder mal Affengeräusche mache. Hashtag Affengeräusche. Okay, ja, und ja, wie man sieht, hier, da unten rechts, ich kann wieder links von rechts unterscheiden. Yay! Hat man gesehen, wir haben zwei Abilities, die wir gemischt haben.
Yay, do the moonwalk. Nein, so, jetzt krieg, jetzt haben wir Feuer, Igel-Kombination und jetzt sind wir in einem Bogen. Das ist ja, was auch relativ geil sein kann. Das ist, also das ist der Vorfolger. Also der Vorgänger von den Bogenschieße, Sprachfehler oder eher keine Ahnung, den Bogen aus Kirby Trippy Deluxe, ja, für den 3DS oder New 3DS, wenn man es so sieht, weil ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, dass es den New 3DS geben sollte. So, außerdem diese Gegner, die sind Wannadies. Ja, es gibt keine Wannadies im Spiel. Nein! Aber es gibt auch sehr viele Fähigkeiten, die man kombinieren kann und so weiter, ja. Das ist eine Maxi-Tomate, die heilt uns. Die kennen wir aus Super Smash Bros. Oder Kirby teilen. Du den Moonwalk und geh durch die Tür. Ja. So macht man's, Leute. So let's play, man. Ach, kacke. Okay. Dankeschön, dass du mich nachher noch getroffen hast. Das finde ich ganz nett von dir. So, hi. Stirb. Dankeschön. So, ich werde auch ganz andere Kombinationen ausprobieren. Zum Beispiel, Boomerang Igel. Hi. Das kann man auch an den... Oh mein Gott, ein Zahn. Kann man auch an den Farben sehen, die man, die ich habe. Hier rot und grün. Ja, das kann ganz hilf... Oh Gott, ey, ich bin ja so der Beste. Ganz nützlich sein. Das sind Kanonen, die kann man nicht töten und die haben Grafik-Glitches. Ja, das ist wieder mal ein typischer Fall für #Glitches. das war ein Hafengeräusch, what the fuck. Jetzt haben wir die Bomben. Das war wieder mal super. Mike, du bist das der Beste. So, die brauchen wir, um das zu sprengen. Wie schon gesagt, man braucht die Fähigkeit. Man hat gesehen, die ist schwarz. Das kann man rassistisch auffassen, will ich aber nicht. Das meinte ich nicht so. Kann man sehen, ob man die Fähigkeit braucht oder nicht. Aber wieder Cutscenes. Muss ich wieder mal cutten. Ja, yeah! Oh mein Gott, es ist Waddledeo. Oh mein Gott, die haben sich zusammen fusioniert. Oh mein Gott, das ist wieder Dragon Ball Anspielung. Ich sollte damit aufhören. Es ist auch gar nicht so ein Problem mit den Bomben. Außerdem ist ja auch sowas von leicht. Und ja, das war's für ihn. Yay, Cutscenes. Ja. Das ist auch die Ende des das Ende der Stage. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Egal, Grammatik ist bei mir off. Gut, Denglisch, mein lieber Mike. Ja, das bin ich mal. Sehr gut. So, das war die erste Stage. Das ist jetzt die zweite Stage. Ich habe alle Crystal Shards. Ja, ich mache heute. Heute? Was soll denn? Ja, auch 100%. Ich werfe meine Bomben weg, okay. Es sind sowieso Bomben, also. ja, okay. So, und die machen wir mit Bumerang. Und dann gibt es die ultimative Waffe, die ich auch besonders mag, weil Ninja-Sterne. Es sind plötzlich Ninjas, oh mein Gott. Atemhol-Dingsen. So, Sterne bringen nur extra Leben, wenn man halt eine gewisse Anzahl von denen gesammelt hat. Oh mein Gott, ich habe euch gespoilert. Nein! Auch zu erwarten. Außerdem, das sind Steine. Ich zeige es euch, weil... Okay, die Ninja werde ich wohl anders verwenden müssen, aber... Diese ist auch im Ticken langsam... oh
overpowered, nicht immer bei den Bossen, nicht immer bei den Bossen nicht, aber bei den normalen Gegnern schon. Und zwar kann man uns in einen, können wir uns in einen Metall-Kirby aus Kirby Mausattacke starten. So, mal schauen, was haben wir hier? Ist er noch ausgewichener Typ? Also das geht ja mal gar nicht. Okay, ich bin kein Ausrastkind und deswegen, ne? Außerdem Alan Rickfossil, das habe ich ja auch schon noch nicht gesagt. Aber egal, das werde ich auch noch sagen. Das ist Stein und Bombe oder Bombe und Stein, das ist egal. Ist ein Dynamit und wenn. Ja, wir können auch selbst getroffen werden. Lame. Aber egal, wir nehmen auch noch diese Elektrofähigkeit. Pikachu Returns! Lauf mir doch nicht weg, bitte. Ich will da die Fähigkeit. So, ein Stein in einer Kette von Elektrozäun-Dingsen. Oh mein Gott, er trägt ja einen Elektrozaun. Nein, die ultimative Waffe. Okay. Dankeschön. Okay, dann glaube ich dir deine Fähigkeit und ich habe gerade gespuckt. What the fuck? Wir können jetzt Elektro-Kirby, wie ich auch immer sage, Pikachu-Kirby, weil voll Zweck und so. Nein, auf jeden Fall können wir uns in eine Elektro-Barriere verwandeln und eine Elektro-Barriere erstellen. So. Mann, ey, was ist heute los? Dankeschön, dass du ausgewichen hast. Ich gehe jetzt zurück und der respawnt und dann nehme ich ihn wieder. Wo da oben auch Eis ist. Zum Anlutschen. Did you know what I mean? Stirb! Ah. So, das ist. Keine Ahnung, was es ist, aber that's look. Außerdem kann es explodieren. Ich meinte Strom die Ding. Nee. Meister. So, der Waddle-Dee hilft uns natürlich. Das habe ich auch gar nicht mehr gesagt. Jeder würde jetzt darauf steigen, aber ich bin voll der Hipster und so und steige auf ihn. Ist das nicht gemütlich, auf dem Kopf zu sitzen? Zu ducken? Ja, Kirby Faces. Ja. Soll ich jetzt wirklich als Endcut machen? Egal. So, dann steigen wir wieder darauf, weil es gibt eine Crystal Shard. Ich habe irgendwie die, ich glaube irgendwie, dass ich einen Crystal Shard vergessen habe. Außerdem, man kann nicht die ganze Zeit fliegen, sonst, geht ein, Kirby die Luft aus. Man kann nicht, also nicht immer fliegen. Also, es ist halt begrenzt. So, euch töten wir mal. Bumm. Den Kuchen will ich haben. Und, wir gehen erstmal rechts. Und, ja, da ist ein One-Up. So, und die ganzen Sterne holen wir uns. Dankeschön. Hui. Oh mein Gott, ein Boss. Und das ist ja überhaupt nicht einfach oder so. Nein. Okay, das ist... für Boss ist es ja nicht ein Nichts, aber egal. Neue Cutscenes. Neue Cutscene. So. Oh mein Gott, er ist böse. Oh, wer hätte das wohl erwartet? Ja. Hi. Stirb. Wahaha, ein Ramse. Ja, okay. So eine Spinne. Oh, woher ich es nur weiß. Ich habe es ja überhaupt nicht 100% gespielt oder so. Ich glaube, das ist zensiert, glaube ich. Das ist... Nein, das ist nicht zensiert. Das eine soll zensiert werden, aber leider sehen wir es nicht. Ich sag mal Zensur, weil das ist halt gepixelt, also, ne? Ist halt so. Oh mein Gott, das ist ein Pokémon-Kampf! Oh mein Gott, das ist... Stirb. Wieder einfach da hinten einfach so...
rumbuchtelt mit seinem Pinsel. Das ist Dark Matter aus Dreamland 3. Ja, das ist auch eine Anspielung aus Dreamland 3. Okay. Oh mein Gott, greift an. Oh mein Gott, ey. Was kann das einfach nur sein? Ich flüchte vor ihm. Er ist ja ultimativ. Oh mein Gott, ich habe ihn besiegt. Oh Gott. Sollte man damit aufhören. So. Und auch der begleitet uns, wie denn auch sei. So, wir machen diesen Sprung, den hatte ich ja auch gar nicht mal erklärt. What the fuck? Was ist heute los? Viel ist los, ja, das erklärt sich eigentlich von selbst. Man muss springen. Und zwar, wenn man Kirby, wenn sein, die Kirby von, die Arme von Kirby nach unten sind, dann springt er. Also, mittelmäßig auf der... Oh Gott, ich kann nicht mehr erklären. Dann springt er halt in der Mitte des Teppiches. Also erstmal die Richtungen auswählen und dann die Weite. Also ihr versteht, was ich meine. Ich kann nicht mehr erklären. Das ist eigentlich alles selbst erklären. Was ist heute los mit meinem Gehirn? Brain oder was? What's los? Genau, what's los? Ich gründe Denglisch. Ja. So. Ja. Das sieht. Ja, das könnte man eigentlich auch in neuen Pokémon reinbringen. Diese Attacke. Das ist überhaupt nicht. Okay, ja, du den Pikachu Dance. Okay, so, wir nehmen jetzt Feuer. Das hatten wir nicht. Oh mein Gott, ist es ja sowas von warm hier. So warmherzig. Ja, da können wir uns in einen Feuerball verwandeln. Es ist nicht Feuer. Es ist in andere alte älteren Versionen so, dass es Feuerball ist, was ich eigentlich nicht verstehe, aber egal. So, wenn wir Feuer und Bumerang mixen, dann kriegen wir ein Feuerschwert. Oh mein Gott. Ich krieg das Fleisch nicht mehr. Ja. Wow. Ja. Es ist nicht mal nix Schwert. Es ist Cloud-Schwert. Ja, wer Cloud ist, dann könnt ihr auch selber googeln. Ich weiß, wie Google funktioniert. Also, ja, wer Cloud nicht kennt, der sollte besser googeln. Hä, was ist denn Google? Was ist Internet? Ja. Yay, ich töte alle mit meinem ultimativen Schwert. Dürp. Ja, die Ramse da hinten, die macht überhaupt nichts. Das finde ich auch okay. Ja, Kirby 64 ist ein 3D-Spiel. Naja, Side-Scrolling 3D-Spiel, würde man sagen. Ja, das habe ich nicht erklärt. Was ist eigentlich los mit mir? Nur wegen einem Telefonanruf ist alles durcheinander gekommen. Außerdem, das war Samuel im Telefon. Also frag nicht. Wenn ihr es nicht gehört habt, dann... Dann halt nichts! Ja. Ich glaube, da brauchen wir sowieso den Bumerang nochmal, zweimal. Ja, um die Quizzes. Ich habe gar nicht mal geprüft, ob wir alle Quizzes-Shards haben. Verdammt. Egal, schauen wir später nach. Und, oh mein Gott, er hat, Dinger, Stacheln an dem Bumerang und er ist viel größer. Ja, das ist Bumerang zweimal. Ja, und hier braucht man das. Und zwar, jetzt. Ja, wie man sieht, wir brauchen, wenn der grüne Stein da ist, dann kann man einfach, grünen Stein, mit den Fähigkeiten, Dingsen, wegmachen. So, dieser nette Kumpane hier, der bringt uns, wenn wir volle Leben haben, ein Up. Oder wenn wir verletzt sind,
eine Maxi-Tomate. Ja, das kann ganz hilfreich sein, wenn man ein totaler Noob ist. Aber jetzt nicht, wir sind jetzt in der ersten Welt. Ja. Okay, ich will das weglegen. Ich will das nicht mehr. So, dieser nette Gesell hier bringt Nadeln. Ja, wir fliegen da mal hoch. Ja, da können wir uns da verwandeln. Ich habe nicht mal geschaut, was zweimal bringt. Naja, egal. Werden wir sowieso noch mal schauen. Ich werde auch Ende des Projektes, das war gut, alle Fähigkeiten zeigen. Hi, Bumerang. Habe ich euch überhaupt Igel Bumerang gezeigt? Ich glaube nicht. Egal. Auf jeden Fall können wir hier Feuer und Ding haben. Das war wieder der Bogen. Okay. Ist mir auch egal, weil Bogen ist auch awesome. Ja, es gibt auch Ketten, die man nicht sieht, weil die Grafikglitches da sind. Ja. Ist halt so. Ich kann es nicht ändern, weil... Ja. Oh mein Gott, der gefürchtete King Dedede, den finde ich ja so richtig einfach in diesem Spiel. Ja, seht mal, wie einfach es mit Fähigkeit geht. Wenn man keine Fähigkeit hat, dann ist es ja auch einfach, weil man auch Sterne kriegt. Und ja, das ist das letzte Mal, in dem wir in der ersten Welt noch einen Boss bekommen. Mini-Boss, muss man sagen. So, und der gefürchtete King Dedede ist tot. Oder etwa nicht? Egal. So, und auch King Dedede begleitet uns. Ja, das sind alle drei Helfer. Ja, das war's. Es gibt keine Helfer mehr. Ja, okay. Dann holen wir uns noch das, okay, das Eis. Auch kein Problem. Ja, und das war's auch für diese Folge, weil wir haben schon 23 Minuten schon. Aber ja, egal. Ja, okay. Wir haben alle. Ja, okay. Dann bin ich mal beruhigt. Okay. Das war's für diesen Part. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach hoch und ja, teilen würde auch sehr helfen, abonnieren, wenn ihr von Samuel und mir was erfahren wollt und ja, checkt auch auf jeden Fall Samuel aus, er ist auch ein Typ, den man, bei dem man viel Spaß haben kann. Spaß! Aber egal, das war's auf jeden Fall, ciao! Hallo, liebes Qualität!